ausgezeichnet und ich glaube, er hat ganz hervorragend viele Dinge noch mal auf den Punkt gebracht. Und wir kommen damit zu der letzten Zusammenfassung für den heutigen Tag. Ich weiß, es gibt noch ganz viel Bedarf. Ich darf Sie schon jetzt dazu einladen, wenn mein Freund Jussi Halao die letzten zusammenfassenden Worte gesprochen hat. Wir haben da vorne noch ein paar Getränke und ich glaube, es sind auch ein paar Kleinigkeiten zu essen da. Also stärken Sie sich bitte, bevor Sie nach Hause gehen, falls Sie die nötige Zeit haben. Und jetzt endlich darf ich Jussi auch kurz vorstellen, obwohl er ja schon ein paar Mal gesprochen hat. Es kommt etwas spät, aber es kommt von Herzen. Jussi ist aus Finnland und er ist dort Linguist für die slawischen Sprachen und arbeitete im wissenschaftlichen Bereich, bevor er 2008 in den Stadtrat von Helsinki gewählt wurde. Und seit 2014 ist er Mitglied hier im Europäischen Parlament. Und ich freue mich, dass er heute da ist und er hat nun die Ehre, diese Versammlung zu schließen. Thank you, Mr. Kölmel, ladies and gentlemen. Ja, danke schön, Herr Kölmel. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das war wirklich eine große Freude für mich, diese Veranstaltung mitzuorganisieren. Ich bin ja der letzte Redner und möchte ganz herzlich den Rednern, den Podiumsteilnehmern und auch Ihnen hier im Saal für Ihre Beiträge danken. Ich möchte einiges sagen über Lobbyarbeit und Waffenkontrolle. Die Kommission, so viel sowie andere Politiker und auch die Medien sind gegen Privatbesitz von Waffen. Und man hat sich hier beschwert bei vieler Gelegenheit und hat nämlich von einer aggressiven Waffenlobby gesprochen. Viele gewöhnliche Bürger wie Sportschützen, Jäger und Waffensammler haben zu ihrer Überraschung festgestellt, dass sie Bestandteil einer aggressiven Lobby sind. Sie arbeiten im Interesse der Waffenlobby und sind gegen Waffenkontrolle. Wenn Menschen angegriffen werden aus Gründen, die sie nicht verstehen können oder aus Gründen, die ihnen falsch oder ungerecht vorkommen, werden sie wütend. Was glauben Sie, wenn würde passieren, wenn die Kommission oder einige Politiker plötzlich vorschlagen würden, Hunde zu verbieten? Der Grund wäre, dass Hunde sehr gefährlich sind, dass in vielen Fällen Hunde verletzt haben, dass die Hunde doch sehr laut sind, dass sie dreckig sind und nur eigentlich sehr wenige wirklich einen Hund bräuchten. Nun, ich gehe mal davon aus, dass wir wirklich sehr viele alarmierte Waffen- oder Hundebesitzer auf den Plan rufen würden. Und einige würden den Politikern sehr unfreundliche E-Mails schicken und wir hätten eine aggressive Hundelobby plötzlich. Das sind die Argumente, die Waffenbesitzer ständig hören, wenn ihnen irgendjemand die Waffen wegnehmen möchte. Waffen sind gefährlich, sie sind erschreckend, Menschen werden verletzt mit Waffen. Niemand braucht eigentlich wirklich eine Waffe. Einige Politiker sind fanatisch gegen Waffen, aber die meisten von ihnen sind einfach gleichgültig und unwissend. Das Thema berührt sie eben nicht persönlich. Es ist einfach, etwas zu verbieten, was man persönlich eigentlich nicht braucht. Es ist einfach zu glauben, dass wenn ich etwas nicht brauche, dann braucht es doch eigentlich niemand oder niemand sollte es gebrauchen. Viele Politiker haben natürlich auch ein echtes Anliegen an Sicherheit. Und sie glauben, dass es besser ist, überhaupt irgendetwas zu tun, als nichts zu tun. Ich habe genau das von einem finnischen Politiker gehört, als einige Sicherheitsmaßnahmen in unserem eigenen Waffengesetz vorgesehen wurde. Ich zitiere, ich weiß, dass das Problem nicht lösen wird, aber es ist doch wichtig, dass wir überhaupt etwas tun. Wir müssen ein Signal aussenden an die Bürger. Ende des Zitats. Wir sollten uns dieses Themas annehmen aus der Sicht derjenigen, die es wirklich betrifft. Wenn die entsprechende Rechtsetzung im Wesentlichen die Sportschützen und auch die Jäger betrifft, möchte ich über deren Sichtweise sprechen. Wie in jeder
wie in jedem anderen Sport ist es so, dass ein normaler Sportschütze sehr viel Zeit und Geld verwendet für seinen Sport. Die Ausrüstung, dann natürlich auch die Gebühr für irgendwelche Meisterschaften, die Reisen und so weiter. Aber es geht nicht nur um Ausrüstung und Geld. Sehr häufig ist es so, dass die Schützengemeinschaft ihr soziales Netzwerk ist. Das sind diejenigen, die sie kennen. Und wenn man die Waffen wegnimmt, dann nimmt man noch sehr viel mehr weg als die Waffen. Und das ist einer der Gründe dafür, warum die Menschen so ärgerlich sind mit dem Kommissionsvorschlag. Ich weiß aus persönlicher Erfahrung, dass niemand so interessiert ist an Waffensicherheit und guter Waffenkontrolle als die Waffenbesitzer selber. Nun, warum ist das so? Das ist so, weil sie wissen, dass jedes Mal, wenn irgendetwas Schlimmes passiert, jedes Mal, wenn ein Krimineller jemand mit einer gestohlenen Feuerwaffe erschießt, jedes Mal, wenn ein Dschihadist jemand mit einem geschmuggelten Sturmgewehr erschießt, die Medien und die Politiker eigentlich die Legalwaffenbesitzer angehen. Ich weiß, dass die überwiegende Mehrheit der Sportschützen effiziente Waffenkontrolle befürwortet. Und sie möchten nicht, dass Terroristen Waffen bekommen. Aber Waffenkontrolle, wie jegliche andere restriktive Waffenbeschränkung, muss zielgerichtet und auch fair sein und angemessen sein. Es gibt einige Lücken in Waffenrecht der Europäischen Union, die zu Recht von der Kommission angegangen werden. Ich darf zum Beispiel die Deaktivierungsstandards herausgreifen. Es wurde gezeigt, dass eine große Anzahl von deaktivierten Feuerwaffen gekauft wurden, und zwar legal deaktiviert wurden und dann an Terroristen und Verbrecher verkauft wurden. Einige von denen wurden in den Anschlägen der letzten Jahre benutzt. Aus meiner Sicht ist klar, wenn Feuerwaffen lizenziert werden, dann darf man sie auch wirklich nur mit einer entsprechenden Genehmigung erwerben dürfen. Leider ist es so, dass einige andere Teile des Vorschlages der Kommission nicht zielgerichtet, verhältnismäßig oder fair sind. Das beste Beispiel dafür ist das vorgeschlagene Verbot halbautomatischer Feuerwaffen. Die Unterstützung dieses Vorschlages wurde untermauert durch fantastische, ja, selbstgestrickte Zahlen. Und die Kommission hat gesagt, dass solche Feuerwaffen in den letzten Anschlägen von Terroristen verwendet wurden. Das stimmt nicht. Wenn man glaubt, was die Kommission sagt, dann wurden mehr Menschen mit legalen Halbwaffen oder halbautomatischen Waffen getötet als mit anderen Waffen. Nun, das Verbot dieser halbautomatischen Waffen ist ein später Zusatz zum Vorschlag der Kommission. Und wenn ich mich beziehe auf die Erfahrungen von Herrn Petroni, insbesondere was Jyrki Kitonen 3 Tage vor den Anschlägen in Paris gesagt hat, dass dieser Vorschlag eben nicht aufgenommen würde im Vorschlag der Kommission. Das ist erst eingeflossen nach den Anschlägen von Paris. Es ist doch bedauerlich, dass die Kommission sich zynisch der allgemeinen Panik bedient, um das voranzubringen, was im Wesentlichen ein politisches Projekt ist. Ich darf mich kurz fassen. Es ist ganz wichtig für die Glaubwürdigkeit und für die Legitimität der Europäischen Union, dass alle restriktiven Gesetze wirklich gut gemacht sind und dass sie dann auch ein identifiziertes Thema zielgerecht angehen. Und es geht natürlich auch um privaten Besitz. Halbautomatische Waffen sind kein Problem und deshalb gibt es überhaupt keinen Grund, hier weitere Restriktionen zu verabschieden. Keine Folgenabschätzung wurde gemacht, denn das hätte zu politisch falschen Ergebnissen geführt. Die Studien, auf die sich die Kommission bezieht, in ihrem Vorschlag erwähnen keine halbautomatischen Waffen. Es gibt viele andere Details im Vorschlag der Kommission und leider auch im Europäischen Parlament und in der Position des Rates, die kritisiert werden sollten und auch kritisiert wurden. So zum Beispiel die Diskussion, ob die maximale Magazinkapazität für halbautomatische Feuerwaffen 20 oder 21 Schuss betragen sollte oder welche Zahl auch immer. Was hat das eigentlich zu tun mit der Sache an sich?
Zunächst einmal ist es doch so, dass man nur eine Sekunde braucht, um ein Magazin auszutauschen. Und dann ist es so, dass illegale Waffenbenutzer das völlig egal ist. Und dann ist es so, dass es eine große Anzahl gibt, die bereits in privaten Händen sind. Magazinrestriktionen würden die Angelegenheiten auch gerade für rechtstreue Bürger erschweren. Außerdem auch die Unternehmen schädigen, aber sicherlich kein Verbrechen verhindern. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, Mr. Julian King von der Europäischen Kommission hat vor kurzem im Ausschuss Inneres gesagt, dass ein Jahr vergangen ist seit den Anschlägen von Paris und dass es immer schwieriger ist, der Öffentlichkeit zu erläutern, warum die Europäische Union so lange gebraucht hat, um diese Richtlinie anzunehmen. Ich darf Ihnen erzählen, warum das so lange gedauert hat. Wenn die Kommission einen vernünftigen Vorschlag auf der Grundlage der besseren Rechtsetzung verabschiedet hätte, sowohl inhaltlich als auch verfahrenstechnisch, hätten wir bereits eine neue Feuerwaffenrichtlinie. Es hat so lange gebraucht, weil der Vorschlag zu weit geht und in die falsche Richtung zielt. Gott sei Dank hat Parlament und Rat nicht geschlafen. Die Bürger und die sogenannte Waffenlobby ist aufgestanden, um ihre Rechte und ihr Eigentum zu verteidigen. Ich darf noch einmal allen Teilnehmern sehr herzlich danken und ich wünsche Frau Vicky Ford, der Berichterstatterin, Stärke, Weisheit und alles Gute für den Trilog. Dankeschön.